Ein Beispiel zu dem Problem: Rechnen mit fast gleichen Gleitkommazahlen. Ich glaube, es ist schon fast ein Standardproblem. Wir haben den Logarithmus von 1, Entschuldigung, von 1 plus 0,0005. Und wir sagen, wir können nur drei Stellen nach dem Komma anzeigen. Wir wissen natürlich, diese 1 ist normalisiert auf 1 mal 10 hoch 1. Und die 0,0005 ist normalisiert auf 5 mal 10 hoch minus 4. So, wenn wir das in unserer Programmiersprache eingeben, dann wird ja in der Regel erstmal dieser Ausdruck hier ausgewertet. Und um diesen Ausdruck hier auszuwerten, müssen diese zwei Zahlen hier angeglichen werden, beziehungsweise die minus 4 und die 1. Die minus 4, wie in dem vorigen Video schon mal, wird auf die 1 angeglichen. Das heißt, unsere 0,0005 wird, weil wir nur drei Stellen nach dem Komma anzeigen können, zu einer 0. 0,000. Eventuell nur, um jetzt das Geschrei zu vermeiden. Es kann natürlich sein, dass, weil hier eine 5 ist, dass bei dem Angleichen hier dann eine 1 hinrutscht, weil aufgerundet wird. Aber so tief wollen wir gar nicht in die Materie eingehen. Also für alle, die jetzt nicht verstanden haben, was das war, einfach ignorieren. Jedenfalls, dieser rechte Teil wird dann plötzlich zu 0. Das heißt, das ist dasselbe wie der Logarithmus von 1 und das Ergebnis ist leider 0. Das ist also ein typisches Beispiel, so ein typisches Problem, das darf ja nicht 0 sein, wo eben diese geringe Differenz zum Problem wird. Nicht in dem Ergebnis selber, weil natürlich die 1 verändert sich nicht so stark durch die 0,0005, aber wir wollen das ja weiter benutzen für die nächste Berechnung, nämlich für den Logarithmus, und dann wird das Ergebnis falsch. Und wie auch in jedem Buch erklärt, gibt es dann natürlich auch eine Lösung für, nämlich den Mr. Taylor, falls ihr das noch nicht kennt. Also ich meine, falls ihr die Lösung noch nicht kennt. Wenn wir die Taylor-Reihe darauf anwenden, dann ist das dasselbe wie 5 mal 10 hoch minus 4. Und so weiter. Das ist übrigens ein Minus. So, wie ich jetzt konkret auf die Zahlen gekommen bin, will ich gar nicht erklären. Taylor-Reihe, das müsste man im Internet finden. Da muss man einfach nur das hier einsetzen. Und dadurch kommen wir dann auf ein Ergebnis, was viel genauer ist. Der Vorteil ist an dieser Stelle, dass wir die 1, wie ihr seht, gar nicht in diesen Berechnungen hier drin haben. Das heißt, es kann alles mit dieser Präzision 10 hoch minus 4 berechnet werden, wodurch wir dann genauigkeitsmäßig quasi in diesen Bereich hier reinkommen können. Und ich sag mal, meinetwegen auch in diesen hier, je nachdem. Ich weiß gar nicht, wie groß das wird. So, und was haben wir jetzt am Ende davon gelernt? Als Schlussfolgerung gibt es allgemein zu sagen, wenn ihr so Rundungsprobleme habt bei der Berechnung von Floats, dann müsst ihr irgendwelche coolen mathematischen Tricks anwenden und dann kommt ihr meistens auf ein Ergebnis, was ein bisschen besser ist. Da gibt es dann für verschiedene Probleme verschiedene Lösungen und das ist alles sehr speziell. Der Kern oder das Wichtige an der Sache ist immer, dass ihr möglichst Zahlen, die keine so großen Unterschiede haben, miteinander kombiniert, sage ich mal. Der Unterschied darf nicht zu groß sein. Sonst wird, wie in diesem Fall hier, irgendwas abgeschnitten. Und der Unterschied darf aber auch nicht zu klein sein. Das hatten wir in einem anderen Thema schon mal. Weil dann die Operanden vorher von der Genauigkeit her zu grob waren, um das darzustellen, was nachher am Ergebnis rauskommt.